Moin Moin, liebe Freunde des HSV und der Rautenperle. Ja, 2:5 im letzten Test vor dem ersten Spiel gegen den ersten FC Nürnberg am kommenden Donnerstag. Das spricht eine deutliche Sprache. Und Dieter Hecking war dementsprechend noch angefressen, auch nach dem Spiel. Ihr könnt es im Interview bei uns auch im Blog noch einmal sehen. Wir haben das Video schon online gestellt, aber der Trainer war mächtig sauer. Er sprach von 2 Halbzeiten in Unterzahl, weil sich einige Spieler einfach nicht auf dem Platz befunden hätten. Vom Kopf her, er sagte, die Einstellung, sie habe gefehlt. Und was ganz deutlich wurde, alte Mängel sind immer noch da. Und zwar insbesondere die Balance aus mutiger Offensive und stabiler Defensive ist immer noch nicht gefunden. Die Gegenangriffe der Lübecker, sie waren in der ersten Halbzeit noch an Qualitätsmangel, scheiterten sie am Ende. Das heißt, man machte nicht genug draus, man hätte viel mehr draus machen können. In der zweiten Halbzeit wurde es dann brutal bestraft hier von den Lübeckern, und der HSV ging am Ende auch völlig zurecht in der Höhe mit 2:5 hier in Lübeck beim Viertligisten, beim Regionalligisten unter. 6.000 Fans verhöhnten den HSV ein wenig. Sie sangen, einer geht noch rein, und es sah auch so aus, als würde es jede Minute wieder klingeln können, denn der HSV, er präsentierte sich hier wirklich bodenlos schlecht. Es war ein peinlicher Auftritt und Dieter Hecking war dementsprechend angefressen. Zurecht. Er weiß allerdings auch, sagte er, dass sich der ein oder andere vielleicht zu sicher gewähnt hatte, dass er nach der guten Vorbereitung dachte, er wäre jetzt schon sicher im Team, und das, sagte Dieter Hecking, sei für keinen Spieler hier mehr gegeben. Das bedeutet, 7 Tage lang haben jetzt alle nochmal die Möglichkeit, sich zu präsentieren und zu zeigen, dass sie es sind, die in die erste Elf gehören, und ja, diese 7 Tage, die wird der HSV nach diesem Spiel auch ganz sicher benötigen, um sich entsprechend auf Nürnberg vorzubereiten. Ja, so viel zum Spiel für heute. Wir melden uns dann morgen früh natürlich wieder mit dem Morning Call bei euch. Wir werden euch dann auch davon berichten, dass der Kollege Joel Poyanpalu aus Leverkusen auf Leihbasis zum HSV gewechselt ist. Er soll kommen. Unterschrieben ist es zwar noch nicht, aber der Medizincheck ist bestanden, und aller Voraussicht nach soll er dann auch morgen schon beim HSV offiziell vorgestellt werden. Ein finnischer Stürmer, 25 Jahre alt, der dem HSV vorne in der Offensive helfen soll. Und da hat der HSV ebenso Bedarf, wie allerdings, was man heute sagen muss, in fast allen Bereichen. Also, euch allen erstmal einen schönen Abend, und wir melden uns dann morgen. Bis dahin. Ciao.